Jeder Moment verdient es, deiner Seele gelingt es, dir mehr und mehr und weniger schwer die Gedanken hell zu malen. Ich sah mich im Schatten, mit schwarzem Edding auf schwarze Wände, kluge Sätze schreiben blutige Hände. Kluge Sätze schreiben blutige Hände. Jetzt weiß ich schon mehr, ein Gefühl kommt. Sie fragen mich, was Erfolg ist. Mal klein, mal nein, nein, nein. Normalerweise wollte ich mich jetzt so umdrehen und sagen, Erfolg messe ich an der Anzahl meiner Olivenbäume in meinem Wohnzimmer. Was anderes zählt nicht. Der Hannes kam heute und fragte, was ist Erfolg? Letztendlich darf es jeder für sich definieren, wie er will, solange er niemand anderem schadet. Ich merke bei der Bewegung hin zu tolleren Slots, tolleren, größeren Konzertstätten, dass es nichts mit dem Gefühl macht, gerne auf der Bühne zu stehen, sondern wenn es groovt in der Band und mir das Spaß macht, habe ich meine Lebenszeit für mich glücklich verbracht. Und das ist eine Art von Erfolg. Und dann gibt es noch einen populären Erfolg, der einfach sich eingebürgert hat, vielleicht ist die Definition von erfolgreich, man wird ja gekannt, erfolgreich als etwas Populäres schaffen, was von vielen gut gefunden ist. Und die Gesellschaft darf das natürlich auch im Volksmund natürlich auch so nutzen. Ich erlaube das dieser Gesellschaft. Ich hab da tatsächlich drüber nachgedacht und letztendlich misst sich das ja immer irgendwie so ein Stück weit an, wie viele Konzerte man spielt oder wie viele Platten man verkauft oder wie viel Leute einfach Spotify folgen oder sowas. Aber der größte Erfolg, und das war irgendwie auch immer so der Anfang irgendwie von der Band, war für mich, ich möchte Musik machen mit jemandem, der mit mir klarkommt, mit dem ich klarkomme, der irgendwie den gleichen Sinn davon hat, mit dem ich irgendwie in erster Linie irgendwie über viele Jahre und nicht nur irgendwie nach. Das erste Jahr ist immer alles geil. Das macht immer alles Spaß und man ist irgendwie motiviert und man hat irgendwie Bock und man kriegt Feedback. Aber was Längerfristiges zu bauen, und das ist irgendwie eine Geschichte, wo ich jetzt denke, der größte Erfolg neben dem, dass wir spielen können, ist tatsächlich das, dass es eine tragfähige Konstellation gibt zwischen uns, die funktioniert. Ich glaube, das ist für mich der größte Erfolg, die Band mit sich bringt. Vielen Dank, wir waren Quiet Lane. Danke fürs Kommen. Vielen Dank. Von der Liebeserklärung. Ich weiß. Deshalb komme ich. Jetzt sei ich ja schon gefunden, wenn du dich jetzt ausgezogen hättest. Okay.